Im April feiert Heiner Lauterbach seinen 70. Geburtstag. Dazu wird ihm im BR ein Special gewidmet, das auch auf die dunkelste Zeit des Schauspielers eingeht. Wie Bild berichtet, spricht Lauterbach darin über seine wilde Partyvergangenheit und den anschließenden Entzug. Ich habe nichts ausgelassen, tagelang, nächtelang durchgefeiert, so der Schauspieler über seine Vergangenheit. Dem Tod sei er mehrmals knapp von der Schippe gesprungen. Erst als er seine Frau Victoria kennenlernte, wendete sich das Blatt. Für die Liebe beschloss er, seine Party- und Drogenvergangenheit hinter sich zu lassen und einen Entzug zu wagen. Dieser brachte ihn allerdings bis an seine Grenzen, wie er laut Bild im BR zugibt. Wenn die Hände morgens zittern, der Kreislauf zusammenbricht, so Entzugserscheinungen sind ja von Todesangst begleitet. Man befindet sich gesundheitlich an einem so desolaten Zustand, dass man denkt, aus der Sackgasse kommt man nicht mehr raus. Das ganze Special seht ihr am 10. April unter dem Titel Heiner Lauterbach süchtig nach Abenteuer um 22 Uhr im BR.